Der US-Wahlkampf beginnt immer im Januar. Denn bevor im November der neue US-Präsident gewählt wird, muss erst mal geklärt werden, welche beiden Politiker gegeneinander antreten. Im Gegensatz zu uns in Deutschland gibt es in den USA nur zwei große Parteien. Die Demokraten und die Republikaner. Zu Beginn eines Wahljahres gibt es viele Politiker, die gern US-Präsident werden möchten. Um herauszufinden, wer die besten Chancen hat, treten die Kandidaten in den sogenannten Primaries, den Vorwahlen, gegeneinander an. Der wichtigste Termin ist der Super Tuesday, Anfang März. Denn an diesem Tag finden die Vorwahlen in 14 Bundesstaaten gleichzeitig statt. Die Anhänger von Demokraten und Republikanern wählen ihren Kandidaten, aber nur auf dem Papier direkt. Die Stimmen gehen eigentlich an Wahlmänner und Frauen, die für den Kandidaten stehen. Wenn ein Kandidat insgesamt mehr als die Hälfte aller Wahlmännerstimmen erhält, wird er zum Präsidentschaftskandidaten seiner Partei ernannt. Bei den Republikanern gibt es in diesem Jahr keine wirkliche Vorwahl. Denn es ist von Anfang an klar, dass noch Präsident Donald Trump wieder als Präsidentschaftskandidat für seine Partei antritt. Bei den Demokraten ist es schon spannender. Bis zum Schluss machen sich 8 Kandidaten ernsthafte Hoffnungen, als Präsidentschaftskandidat anzutreten. Durchgesetzt hat sich am Ende der ehemalige Vizepräsident Joe Biden. Er kann die meisten Wahlmänner für sich gewinnen. Sobald die Kandidaten feststehen, geht der Wahlkampf in den USA so richtig los. Die Anhänger inszenieren ihre Kandidaten. Und auf Wahlkampfveranstaltungen wird scharf geschossen. Biden is fully controlled by the fringe of his party. He is their pawn. He doesn't even know where the hell he is, let's face it. We are better than this president. So get back up and take back this country, the United States of America. There's not a single thing we can't do. Demokraten und Republikaner bündeln ihre Kräfte und unterstützen ihren Kandidaten. Auch diejenigen, die in den Vorwahlen eigentlich verloren haben, stellen sich traditionell an die Seite ihres Parteikollegen. Ich beende meinen Wahlkampf und unterstütze Joe Biden als Präsident. Ich unterstütze Joe Biden und ich hoffe, ihr folgt mir, damit wir ihn zum nächsten US-Präsidenten machen können. Im Gegensatz zu unserem deutschen Wahlkampf, bei dem der Fokus auf verschiedenen Parteien liegt, konzentriert sich der US-Wahlkampf komplett auf 2 Personen. Und das, obwohl die Parlamentsabgeordneten im Kongress zeitgleich mit dem US-Präsidenten gewählt werden. Bevor die Amerikaner zur Wahl gehen dürfen, müssen sie sich erst einmal im Wahlregister eintragen. Denn in den USA gibt es kein Einwohnermeldeamt. Deshalb muss sich jeder Bürger vor der Wahl aktiv registrieren. Am 3. November ist es dann soweit. Alle wahlberechtigten US-Amerikaner können ihre Stimme abgeben. Wie bei den Vorwahlen wählen die Bürger wieder bestimmte Wahlmänner und Frauen, die entweder für Joe Biden oder für Donald Trump stehen. Insgesamt gibt es 538 Wahlmänner, die je nach Einwohnerzahl unterschiedlich auf die einzelnen Bundesstaaten verteilt sind. Kalifornien ist mit 55 Wahlmännern der größte. Montana mit 3 einer der kleinsten. Schon im Vorfeld sind einige Staaten fest vergeben. Texas zum Beispiel ist traditionell republikanisch, also ein Red State. New York ist demokratisch, also ein Blue State. Spannend sind die sogenannten Swing States, also die Staaten, in denen es vorab keine klaren Mehrheiten für Demokraten oder Republikaner gibt. Zum Beispiel Florida. Hier kämpfen die beiden Kandidaten besonders hart um die Wahlmänner. Denn in den USA gilt das Prinzip The winner takes it all. Also der Gewinner bekommt alles. Wenn zum Beispiel Joe Biden im November den Bundesstaat Florida mit nur einer knappen Mehrheit gewinnen sollte, bekommt er die Stimmen von allen 29 Wahlmännern. Donald Trump geht dort dann komplett leer aus. Dieses Prinzip ist äußerst umstritten, denn es verfallen Wählerstimmen. So wie bei der letzten US-Präsidentschaftswahl 2016. Hier hat die Demokratin Hillary Clinton knapp 3 Millionen Stimmen mehr bekommen als Donald Trump.
Trotzdem wurde Trump US-Präsident. Denn durch das Wahlsystem, The Winner Takes It All, bekam er die meisten Wahlmänner zugesprochen. Aber warum ist das so? Dafür gibt es zwei Gründe. Der erste, die Größe der Vereinigten Staaten. Im 18. Jahrhundert ist es viel zu aufwendig, die Stimmen aus dem ganzen Land zu sammeln. Deshalb sollen die Bürger erstmal regional in den einzelnen Bundesstaaten für ihren Präsidenten abstimmen. Ausgewählte Reiter, also die Wahlmänner, werden dann nach Washington D.C. geschickt, um das Ergebnis aus ihrer Region zu verkünden. Aus diesen vielen Einzelergebnissen ergibt sich dann, wer US-Präsident wird. Der zweite Grund ist, dass die Gründerväter der amerikanischen Verfassung Angst vor der Demokratie hatten. Sie wollten verhindern, dass jemand an die Macht kommt, der in ihren Augen als Präsident ungeeignet war. Durch die Wahlmänner sollte ein Systemwechsel erschwert werden. Auch wenn das System umstritten ist, ändern soll es sich erstmal nicht. Denn die Amerikaner wollen an ihrer Verfassung festhalten. Mit diesem Wahlsystem sind Prognosen kaum möglich. 2016 führte Hillary Clinton noch in jeder Umfrage. Ihre Niederlage war damals ein Schock für viele Amerikaner. Und dieses Jahr wird es noch komplizierter. Denn die Corona-Pandemie ist aktuell das beherrschende Wahlkampfthema. Ich trage meine Maske nicht wie er. Er hat sie immer auf. Selbst wenn er 200 Fuß entfernt steht, trägt er die größte Maske. Beide Kandidaten reagieren immer wieder neu auf die Krise. Jeden Tag gibt es neue Zahlen und Erkenntnisse. Diese Dynamik macht Wahlvorhersagen so gut wie unmöglich. Wenn aber im November alle Stimmen aus den einzelnen Staaten ausgezählt wurden, ist alles klar. Dann steht fest, wer der nächste US-Präsident sein wird. Offiziell geben die Wahlmänner ihre Stimmen aber ganz traditionell erst im Dezember beim sogenannten Electoral College in Washington D.C. ab. Anfang des neuen Jahres wird dann entweder Donald Trump oder Joe Biden bei der Inauguration offiziell zum US-Präsidenten ernannt. Dann heißt es wieder: So help me God.